Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Feine Festtagsrezepte für alle, die gerne kochen und die bestimmt gelingen, wenn wir Ihnen auch das hier bei uns im Coop-Studio vorstellen. Nach dem Crevette-Cocktail mit Mango und Avocado von der letzten Woche ist heute ein weiterer kulinarischer Höhenflug an der Reihe. Natürlich kreiert und präsentiert vom Armin Amrain. Richtig, es gibt ein Entenbrötchen mit Maisblini. Grüezi miteinander. Im Weihnachtsangebot findet sie bei uns neben Enten, Truthahn und anderem Geflügel auch Bullen aus kontrollierter Freilandhaltung und geräuchte Quick-Spezialitäten aus tiergerechter Fütterung von Coop Naturaplan. Was das für Tiere bedeutet, das sehen wir gerade im Bild. Und weil bei Tausenden von Schweizer Familien an den Festtagen traditionell etwas Geräuchtes auf den Tisch kommt, offerieren wir Ihnen alle Quick-Produkte zum halben Preis. Lassen Sie sich also verführen. Jetzt aber zurück zum eigentlichen Rezeptvorschlag von Armin Amrain, der Entenbrust an Honig-Salbeischü. Je zwei Entenbrüstchen vom Fett befreien und mit Rohschinken umwickeln. In vier Stück schneiden und mit Bimfaden fixieren. Mit Salz und Pfeffer würzen, im Erdnussöl rosa braten und warm stellen. Den Brotensatz mit Portwein und Madeira ablöschen, eine braune Soße dazugeben. Aus dem Beutel oder mit einem Würfel geht es am schnellsten. Und so lange einköcheln, bis sie leicht bindet, aber nicht zu fest wird. Dann mit Honig parfümieren, kalte Anken einrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Durch ein feines Sieb passieren, Salbeiblättchen kurz blanchieren und zu der Soße geben. Die Maisblini nach meinem Rezept aus dem Festtagsmagazin auf den Teller anordnen. Die Entenbrüstchen in die Mitte setzen und mit dem Honig-Salbeischü umgießen. Und hier zur Erinnerung nochmal alle Zutaten, die wir gebraucht haben. Entenbrüstchen, Rohschinken, Erdnussöl, Salz und Pfeffer, Portwein und Madeira, Soßenwürfel, Honig, Anken und Salbei. Danke, Armin. Das war es für heute mit einem von 12 verschiedenen Rezeptvorschlägen, die Sie im Coop-Festtagsmagazin in aller Ruhe nachlesen können. In einer Woche erwarten wir Sie dann bei uns wieder im Coop-Studio. Dann mit einem besonders weihnachtlichen Dessert, einem Lebkuchen-Parfait auf Orangen-Carpaccio. Wäre doch schade, wenn Sie das verpassen würden. Jetzt gibt es aber zuerst noch Aktionen, die Sie bestimmt gut brauchen können. Alle Gruyère sind pro Kilo 3,50 günstiger. Vier frische Bullenschnitzel verpackt kostet per Kilo 13,90. Mit der Coop Supercard kommen Sie Barigette zum halben Preis über. In zwei Wochen ist Weihnacht und Sie haben immer noch keine Geschenkidee. Da ist sie. Rekascheck, wo Sie auf zahlreichen Transportmitteln und in mehr als 2000 Restaurants und Hotels wie Bargeld verwenden können. Sie wissen ja, Supercard vorzeigen, sofort profitieren. So viel für heute aus dem vorweihnachtlich eingestimmten Coop-Studio. Danke, dass Sie Zeit gehabt haben und auf Wiedersehen.